Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen hier am Sonntag. Hier kommen für euch die CS-Infos zum Ende der Woche. Wir haben hier fürs Erste eine mögliche Danger-Zone-Erscheinung. An der Damage Prediction wird weitergearbeitet. Wir scheinen wieder mehr FPS bekommen zu haben und es wurde ein ganz kleines Update gepresst. Let's go. Jetzt bitte auf Monika zu ärgern, ja? Sonst muss ich mal eingreifen und das wird heftig. Gabe Follower, der Dataminer, wir kennen ihn, hat mal wieder was Neues ausgegraben. Und zwar hat er diesen String hier gefunden plus Survival Creep Damage. Diesbezüglich sind natürlich einige ausgerastet und glauben, dass es jetzt dann endlich losgeht. Danger Zone und Kartoffelwurst und let's fucking go! Aber PocU hat kurz darauf bereits einen Tweet rausgehauen, das Ganze debunkt bzw. erklärt, was da tatsächlich passiert ist. Und hier wurde einfach nur Code hin und her geschoben oder umkopiert. Und leider haut er dann noch hinten dran, Danger Zone is not coming. Also komm schon, bitte, musst du es uns so ins Gesicht drücken. Thank you for explanation, Pogo, this is quite interesting, cool. Ja, das ist sehr schade. Also ich habe mich natürlich auch... Als ich diesen Main-Tweet zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch kurz, oh, oh. Aber naja, wir müssen noch ein bisschen warten. Über Danger Zone sowie andere Updates, die in Richtung Content gehen, habe ich bereits oft mit euch gesprochen. Und ich gehe eben einfach stark davon aus, dass wir das erst dann bekommen, wenn das Main-Game sitzt. Und wenn ihr euch jetzt den Zustand anguckt, es gibt noch so viel Gemäkel, so viele Dinge, die einfach an den grundlegenden Funktionen nicht so richtig laufen. Viele haben FPS-Probleme, viele haben Jitter, viele haben dieses und jenes. Und dann haben wir noch die Cheater, die mitunter einen gewissen Teil der Community richtig abfacken und so weiter und so fort. Also ich denke, das alles, ja, wobei die Cheater-Problematik läuft sowieso für immer mit. In jedem Spiel online hast du halt einfach immer die Problematik mit diesen ganzen Affen. Aber diese grundlegenden Geschichten des Spiels selbst, die muss man erst in den Griff bekommen. Und dann kann man in Richtung Content gehen. Denn wir haben alle nicht wirklich was davon, wenn dann Danger Zone da ist und die Probleme, die wir im Main Game haben, dann darin nur verstärkt werden. Weil große Map, viele Leute, also noch mehr Jitter, viel mehr FPS-Loss und so weiter und so fort, das ist alles dämlich. Das Grundgerüst muss erstmal richtig feste stehen, damit man dann darauf aufbauen kann. Wir sind jetzt seit etwas über einem Jahr in CS2 drin. Wenn es so wird, wie es bei Go damals war, dann haben wir noch ein oder zwei Jahre vor uns. Also Go kam 2012 und war 2014. Ich würde sagen, spätestens 2015 war es eigentlich ganz in Ordnung. Davor war es ein ziemlich brennender Scheißhaufen, aber dann ging es langsam. Ich hoffe, dass es bei CS2 nicht so lange dauert, wie es bei Go gedauert hat, bis es dann mal etwas vernünftig wurde. Toi, toi, toi. Ein Jahr ist schon rum. Der zweite Post von Gabe Follower ist ein Post, in dem es um die Damage Prediction geht. Hier wurde auch wieder weitergewurschtelt. Wenn man das ja sieht, ist die Hoffnung natürlich auch sehr groß, dass sich das Spiel in naher Zukunft, in sehr naher Zukunft hoffentlich, noch crisper anfühlt. Einfach noch besser. Ob und wie das Ganze jetzt aber bereits genutzt wird und vor sich hinarbeitet, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass das noch nicht ganz ausgereift ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier auch unter anderem dieser Crush herkommt. Das hatte ich im Video von vorgestern kurz angesprochen. Da ging es um diese fehlerhafte Animation, die man schießt auf jemanden und der aimt so ganz merkwürdig nach oben. Ist natürlich eine fehlerhafte Animation, die jetzt nicht hier mit drin steht, aber es könnte sein, dass möglicherweise irgendeine komische Damage-Geschichte predicted wurde, die nicht richtig ist, die nicht korrekt ist. Aber das ist jetzt von meiner Seite aus nur spekuliert und auch Gabe Follower hat jetzt hier nicht dazu geschrieben, ob die Sache schon läuft, oder Gabe? Sag doch mal. English, please. Wenn ich das so lese, könnte es tatsächlich so sein, dass dieses ganz komische Portal nach oben geguckt, diese Fehlanimation, dass da irgendwas hier schiefgelaufen ist. Nun geht es ab zum vorletzten Punkt des heutigen Videos und zwar den FPS. Ich denke, da sind die meisten sehr daran interessiert. Ich mache mal die Facecam kurz weg, dass ihr das richtig sehen könnt. Das ist ein FPS-Benchmark von Tor CS2. Ihn habe ich auch schon diverse Male gezeigt und zitiert. Das hier oben sind seine FPS vor dem Armory-Update gewesen. Relativ hoch, sieht schön aus. Das war in der Version 1.4.0.3.0. Dann kam die Version 1.4.0.3.5. Hier sind die FPS ordentlich eingesackt. Also das ist schon wirklich ein relativ starker Unterschied. Dann die nächste Version 1.4.0.3.6 nochmal weiter abgesackt. Und jetzt dann hier die aktuellste Version, die vom 24.10., die 1.4.0.4.0. Und hier ist es wieder gut angestiegen. Also man hat hier einen guten Gain und natürlich hoffen wir alle, dass wir nach den nächsten paar Updates wieder auf die Zahlen hier oben kommen. Oder natürlich generell noch bessere FPS erhalten. Also das schon vor dem Armory-Update haben Leute gesagt, sie haben deutlich weniger FPS als noch vor ein paar Monaten in CS2 mit derselben Hardware und denselben Settings. Es ist eben einfach ein Auf und ein Ab. Wir wissen, dass halt gerade viel gewurschtelt wird, was also gerade bezieht sich auf die letzten 12 Monate, und dass auch in Zukunft noch ordentlich reingegriffen wird. Uns Spielern bleiben da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, man nimmt es halt in Kauf, spielt und stellt gegebenenfalls die Settings runter, um auf vernünftige FPS zu kommen, oder man lässt das Spiel halt erstmal liegen, bis es fertig ist. Was sich aber sicherlich noch locker ein Jahr hinziehen könnte. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Update von vorgestern. Hier wurde ganz oben was extrem Wichtiges gefixt, und zwar machen die Granaten jetzt keinen Headshot-Sound mehr. Das war dämlich. Dieser zweite Punkt könnte möglicherweise Folgendes fixen. Decoy.
Ah ja, I have it gewissed. Und der dritte Punkt hat folgendes gefixt. Und zwar ist hier bei der Major-Übersicht jetzt auch das aktuellste, das Kopenhagen-Major von diesem Jahr mit enthalten. Juhey, das war's dann schon wieder von meiner Seite aus. Wir lösen noch schnell ein Giveaway auf, machen ein neues und dann ziehe ich durch. Vielen lieben Dank für diese wunderbare Woche. Also ihr habt auf YouTube reingeballert. Wir haben, ich glaube, nur diese Woche 100 neue Abos reingesnackt. Willkommen an alle. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf Abonnieren gedrückt habt. Und ein besonderes Dankeschön geht natürlich an alle die, die dann auch noch rüber in den Stream gekommen sind und live mit dabei waren, mitgezockt haben, mitgeschnackt haben und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt erstmal Giveaway. Erstens, Knife-Giveaway auf Twitch nicht vergessen. Ihr habt noch nächste Woche Zeit zum Bubble-Dollar sammeln. Einfach in die Streams kommen, dabei sein und die kostenlos einsammeln, während ihr zuguckt. Die Woche drauf ist es dann, glaube ich, schon offen. Dann kann man sich hier reinschmeißen in das Giveaway. Zweitens, hier auf YouTube gab es für euch eine AK-47 Emerald Pinstripe zu gewinnen. In dem Video hatte ich euch gefragt, wie ihr diese Boosting-Lobbys fandet, in denen sich die Leute die Sterne für die Armory-Geschichte erboostet haben. Vielen lieben Dank für 130 Kommentare. Und der Gewinner, der hoffentlich das Richtige geschrieben hat, ist Vipale, Vip Ale. Mir ist da völlig egal, wenn die Leute sich boosten wollen, sollen sie. Nur andere dann zu reporten geht halt nicht. Richtig so. Es gab nämlich einige, die gesagt haben, hey, wir machen hier so eine Boosting-Lobby und wenn du nicht mitmachst, dann reporten wir dich. Das ist halt Trash. VIP, du hast somit das Giveaway gewonnen. Bitte einmal hier oder diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und bitte dein Trading, wie bereits geschehen, sehr schön hier in die Kanalinfo. Optimal. Und zu guter Letzt hauen wir heute auch noch ein neues Giveaway raus. Für euch gibt es eine M4A1S Flashback zu gewinnen hier auf YouTube. Man macht hier mit, indem man folgende Frage beantwortet und die brennt mir schon eine ganze Weile auf der Zunge. Und zwar würde ich gerne wissen, wie lange du schon Counter-Strike spielst. Also seit welchem Teil du bei Counter-Strike mit dabei bist. Man muss jetzt keine Jahreszahl sagen, aber es reicht, wenn man sagt, ich bin bei Source eingestiegen, bei 1.6, bei Condition Zero, bei Global Offensive und so weiter und so fort. Wann hast du mit Counter-Strike angefangen? Haut es in die Kommentare, dann ist man hier, wie gesagt, automatisch mit dabei. Sodele, vielen lieben Dank fürs Reinschauen, für die Abos, für die Likes, für die Kommentare. Danke fürs Rübergucken in den Stream. Banger. Wir sehen uns dann am Dienstag im nächsten Video und auch im nächsten Livestream. Ich schaue jetzt auch, dass ich hier jeden zweiten Tag wieder ein Video presse. Und ja, das ist dann somit am Dienstag wieder der Fall. Dann ist auch wieder der nächste Stream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Seid mit dabei, Viewergames, Giveaways, jede Menge Spaß. Und ja, bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.